Wenn Menschen an die frühesten Zivilisationen der Geschichte denken, denken sie oft an Ägypten und Mesopotamien. Aber Bauchiger Hügel ist auch ein wichtiger Studienort für die frühe menschliche Zivilisation. Die Stätte wurde als eine der bedeutendsten archäologischen Entdeckungen der letzten Jahre bezeichnet und wird uns viel darüber lehren, wie frühe Menschen in dieser Zeit lebten. Beginnen wir mit den Grundlagen. Was ist Bauchiger Hügel? Bauchiger Hügel ist eine archäologische Stätte in der Türkei. Er wurde vor rund 12.000 Jahren von Jägern und Sammlern erbaut und ist damit der älteste Tempel der Welt, ganz zu schweigen von einer der wichtigsten Entdeckungen unserer Zeit. Die Stätte selbst wurde mit Stonehenge verglichen, aber im Gegensatz zu Stonehenge wurde Bauchiger Hügel durch die moderne Entwicklung nicht beschädigt, nur 10% seiner ursprünglichen Strukturen wurden bisher ausgegraben. Wie haben die Leute diesen Ort gefunden? Nun, 1963 grub eine Gruppe lokaler Bauern einen Brunnen in Bauchiger Hügel und entdeckte Steinwerkzeuge. Einige Jahre später begann der Archäologe Klaus Schmidt mit der Ausgrabung des Geländes. Der Ausgrabungsprozess war aufgrund der Bedeutung des Ortes langsam, Archäologen haben bisher nur etwa 10% seiner ursprünglichen Strukturen freigelegt. Die Stätte ist so alt, dass die Menschen, die sie gebaut haben, noch Steinwerkzeuge benutzten. Das bedeutet, dass Bauchiger Hügel tausende von Jahren älter ist als Stonehenge, aber im Gegensatz zu Stonehenge wurde Bauchiger Hügel durch die moderne Entwicklung nicht beschädigt. Tatsächlich wurden bisher nur 10% des Geländes ausgegraben. Bauchiger Hügel ist eine archäologische Stätte in der Türkei. Er wurde vor rund 12.000 Jahren von Jägern und Sammlern erbaut und ist damit der älteste Tempel der Welt, ganz zu schweigen von einer der wichtigsten Entdeckungen unserer Zeit. Die Bauchiger Hügel-Ausgrabungen wurden von einem Professor initiiert, aber nicht ganz so, wie man es erwarten könnte. Klaus Schmidt von der Universität Heidelberg in Deutschland fuhr zufällig mit seiner Familie durch die Region, als er auf einem Hügel einen Steinhaufen sah, der verdächtig künstlich aussah. Nach Jahren der Forschung und Ausgrabungen vor Ort veröffentlichte er viele Artikel darüber im Journal of Archaeological Sciences und hielt Vorträge auf der ganzen Welt. Er leitete auch archäologische Kurse und Reisen nach Bauchiger Hügel für interessierte Studenten. Aber was genau ist Bauchiger Hügel? Es ist eine Reihe einzigartiger und mysteriöser Bauwerke, die im 9. Jahrtausend v. Christus erbaut wurden. Dieser Ort wurde von vielen Menschen aufgrund seiner kreisförmigen Umfassungsmauern mit T-förmigen Säulen im Inneren als der erste Tempel der Welt bezeichnet. Einige Forscher glauben, dass es auch für astronomische Beobachtungen oder sogar Rituale im Zusammenhang mit den Sternen verwendet wurde. Die Stätte umfasst zahlreiche T-förmige Figuren, von denen angenommen wird, dass sie entweder die ersten Beispiele religiöser Architektur oder ein astronomisches Observatorium sind. An verschiedenen Orten rund um Bauchiger Hügel wurden mehrere stehende Steine gefunden, darunter auch einige innerhalb der kreisförmigen Mauern. Ein solcher Stein wurde 2005 entdeckt und auf 9500 v. Christus datiert. Die Seite wurde nicht zufällig entdeckt. Tatsächlich wurde es zufällig entdeckt. Die Seite wurde von einem Professor entdeckt, der nach etwas anderem gesucht hatte. Das passiert ständig in der Archäologie. Jemand gräbt etwas aus und findet stattdessen etwas anderes. So geht Archäologie. Der Professor suchte nicht speziell nach Bauchiger Hügel, er suchte allgemeiner nach antiken Siedlungen in der Türkei und fand Bauchiger Hügel, während er dort draußen seine Nachforschungen über antike Siedlungen in der Türkei anstellte. Bauchiger Hügel ist eine der größten archäologischen Stätten der Welt, was das Studium etwas schwierig macht. Die schiere Größe von Bauchiger Hügel bedeutet, dass viele Leute es studieren, aber auch, dass keine Person oder kein Team die Website vollständig alleine erkunden kann. Die Stätte ist so groß, dass selbst wenn sie jeden Tag den ganzen Tag arbeiten würden, sie mehr als 1000 Jahre brauchen würden, um sie vollständig auszugraben. Aus diesem Grund verwenden wir Technologien wie Drohnen und Satellitenbilder wie LIDAR, um herauszufinden, was sich in Bauchiger Hügel unter unseren Füßen befindet. Seitdem arbeitet ein internationales Team zusammen, um weitere Beweise für die frühe Menschheitsgeschichte auf diesem Hügel nördlich von Urfa City, Türkei, freizulegen. Die Stätte wurde auf etwa 9000 Jahre datiert, was sie zu einer der ältesten von Menschenhand geschaffenen Strukturen macht, die jemals entdeckt wurden.
Die 20 Meter hohen T-förmigen Säulen sind aus Stein und haben Schnitzereien, die Menschen darstellen, die Tiere, wie Gazellen, jagen und um Feuer tanzen. Es gibt auch Beweise dafür, dass diese Leute mit anderen Dörfern in der Gegend Handel trieben, denn Archäologen fanden Perlen aus Muscheln, die hunderte von Kilometern entfernt waren. Die Stätte hat auch viele Beispiele für bauchiger Hügel, eine Art stehender Stein, den Archäologen an der Stätte entdeckt haben. Diese Steine sind einzigartig, weil sie keinen anderen Zweck haben, als nur dort zu stehen, im Gegensatz zu den meisten anderen stehenden Steinen oder Säulen in dieser Region, die mit Bildern oder Symbolen geschnitzt sind. Bauchiger Hügel ist eine prähistorische Stätte im Südosten der Türkei, die mehrere Steinsäulen enthält, von denen einige mit geschnitzten Menschen- und Tierskulpturen verziert sind. Es wird angenommen, dass die Stätte mindestens 12.000 Jahre alt ist. Es ist der älteste bekannte Tempel der Welt und stammt aus einer alten Zivilisation, von der angenommen wird, dass sie um 8000 v. Die T-förmigen Säulen von Bauchiger Hügel wurden ursprünglich unter etwa 2 Metern Erde begraben, aber sie wurden auf älteren Strukturen errichtet, die damals noch sichtbar waren. Die Steine wiegen jeweils bis zu 20 Tonnen. Es wird vermutet, dass sie aus nahe gelegenen Kalksteinbrüchen geschnitzt wurden. Bauchiger Hügel wurde erstmals 1963 von einem örtlichen Hirten entdeckt, der seltsame Löcher im Boden in der Nähe seiner grasenden Ziegen bemerkte. Nachdem die Ausgrabungen an dieser Stelle begonnen hatten, fanden die Forscher Hinweise darauf, dass Bauchiger Hügel Teil eines größeren Netzwerks von Orten auf der ganzen Welt gewesen sein könnte, einschließlich Stonehenge. Es wird angenommen, dass die Stätte ein religiöses Zentrum für die Menschen war, die sie gebaut haben. Seine T-förmigen Säulen gelten als das früheste bekannte Beispiel menschlicher Religion. Die Steinmetzarbeiten, die hier zu finden sind, umfassen Darstellungen von wilden Tieren, Schlangen und Skorpionen sowie Menschen mit spitzen Ohren. Diese Stätte wurde als der erste Tempel der Welt bezeichnet und es wird angenommen, dass sie ein religiöses Zentrum für die Menschen war, die sie gebaut haben. Die Steinmetzarbeiten, die hier zu finden sind, umfassen Darstellungen von wilden Tieren, Schlangen und Skorpionen, sowie Menschen mit spitzen Ohren. Frühe Menschen wussten, wie man baut, ohne eine Schriftsprache zu haben, und trafen gemeinsam wichtige Entscheidungen über die Standortplatzierung. Bauchiger Hügel ist eine der wichtigsten archäologischen Stätten der Welt. Es ist auch ein Einblick in das Leben der Menschen vor Tausenden von Jahren. Woher wissen wir das? Der früheste Beweis für eine groß angelegte menschliche Zusammenarbeit bei Bauchiger Hügel stammt von 2 vor Ort gefundenen Steinsäulen, die aus großen Steinblöcken, einige über 6 Fuß hoch, gebaut wurden. In diese Säulen sind Symbole eingraviert, die denen ähnlich sind, die in anderen neolithischen Städten im Nahen Osten wie Nevalkori und Kayunütepesi gefunden wurden. Obwohl es viele Theorien darüber gibt, was diese Symbole bedeuten, werden sie oft als Teil religiöser Rituale oder als Repräsentanten von Konzepten wie Fruchtbarkeit, Wohlstand und Glück interpretiert. Zusätzlich zu diesen Beweisen für frühe menschliche Zusammenarbeit und vielleicht sogar Religion, gibt es auch einige Beweise, die darauf hindeuten, dass Menschen um 12.000 v. Archäologen haben Werkzeuge aus Obsidiangestein in der Nähe einiger Strukturen in Bauchiger Hügel gefunden, aber nicht in anderen. Diese Werkzeuge wurden von erfahrenen Handwerkern verwendet, die wahrscheinlich weite Strecken von nahegelegenen Gemeinden zurückgelegt haben, um an Bauprojekten wie den hier gefundenen zu arbeiten. Die Säulen von Bauchiger Hügel wurden möglicherweise geschnitzt, um Raubtiere als Teil eines frühen Schutzsystems vor ihnen darzustellen. Bauchiger Hügel ist eine archäologische Stätte in der Türkei, die für ihre massiven Steinstrukturen aus dem Jahr 9500 v. Christus bekannt ist. Es wird angenommen, dass die Strukturen von Bauchiger Hügel vor etwa 10.000 Jahren als Megalithmonument errichtet wurden. Es wurde vermutet, dass diese prähistorischen Menschen ein Heiligtum geschaffen haben, das möglicherweise für religiöse Zwecke wie rituelle Feste und Bestattungsriten genutzt wurde. Bauchiger Hügel veranschaulicht, wie sich unser Verständnis der Vorgeschichte im Laufe der Zeit verändert hat. Erst vor kurzem hatten wir Techniken entwickelt, die in der Lage waren, diese Art von Städten effektiv zu erkennen. Wohin gehen wir von hier aus? Wie können wir mehr über diese Seite erfahren? Wir haben gerade erst begonnen, Bauchiger Hügel zu verstehen. Es wäre ein Verbrechen, es in Ruhe zu lassen, aber es könnte auch ein Verbrechen sein,
die Website zu sehr zu manipulieren. Es liegt an uns, zu entscheiden, was als nächstes für diese unglaubliche Seite kommt und wie wir mehr darüber erfahren können, ohne ihre Essenz zu verändern. Bis jetzt wissen wir nicht, wer auf bauchiger Hügel gebaut oder gelebt hat, die Archäologen versuchen immer noch, das herauszufinden. Was sie jedoch wissen, ist, dass die Steine vor über 12.000 Jahren von einer längst verlorenen Zivilisation errichtet wurden. Und auch wenn diese Menschen heute in unserer Welt nicht mehr existieren, oder wenn sie es tun, lebt ihr Vermächtnis durch diese massiven Steindenkmäler weiter, die auch nach Tausenden von Jahren noch hochstehen. Die Stätte wird seit 1996 ausgegraben, und Archäologen haben gerade erst begonnen, bauchiger Hügel zu verstehen. Es wäre ein Verbrechen, es in Ruhe zu lassen, aber es könnte auch ein Verbrechen sein, die Website zu sehr zu manipulieren. Es liegt an uns, zu entscheiden, was als nächstes für diese unglaubliche Seite kommt und wie wir mehr darüber erfahren können, ohne ihre Essenz zu verändern. Es gibt noch viele Geheimnisse über bauchiger Hügel zu lösen. Wie haben Sie die Seite aufgebaut? Wer hat es gebaut? Welchem Zweck diente dieser große Komplex? Wie lange lebten Sie dort und warum wurde es nach so kurzer Zeit aufgegeben? Wie wurde der Ort von seinen Schöpfern genutzt und was wissen wir über diese Menschen, die dort in einer so unwirtlichen Landschaft lebten? Warum ist bauchiger Hügel heute so wichtig für uns, dass es zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt wurde, 2018? Bauchiger Hügel ist eine große neolithische Stätte. Es liegt in der Region Südostanatolien in der Türkei, etwa 15 Kilometer von der Stadt Urfa entfernt. Bauchiger Hügel ist ein faszinierender Ort, der uns einen Einblick in die Vergangenheit gewährt. Es zeigt uns, wie frühe Menschen zusammenlebten und arbeiteten, und es liefert Beweise für die Entwicklung komplexer Gesellschaften im Nahen Osten. Die Website wirft auch viele Fragen auf, die nur durch weitere Recherchen und Untersuchungen beantwortet werden können. Bauchiger Hügel ist bis heute eine der wichtigsten archäologischen Stätten der Welt, weil es uns hilft zu verstehen, warum Menschen vor Tausenden von Jahren so kunstvolle Monumente errichteten.